Ja, hallo und schönen guten Tag. Hier ist die Brokkoli-Brigade mit dem Henrik, also dem Zililander. Und ich wollte euch heute quasi auf ein Experiment so ein bisschen einladen. Und zwar gibt es im Internet ja allerlei MMO-RPGs. Und diese MMO-RPGs stammen ja nicht alle unbedingt von World of Warcraft ab. Und zwar, es gab ja in grauer Vorzeit, wo das Internet, wo man sich dann erst einwählen konnte, nachdem es lustige Töne gemacht hat, gab es Spiele, die, sage ich mal, grafisch noch nicht wirklich was boten, aber von der Tiefe doch schon mit einigen Sachen mithalten konnten. Unter anderem gab es damals Meridian 59, womit ich selber re relativ wenig Berührungspunkte hatte, aber worum es heute geht, ist so ziemlich der zweite richtige Online-RPG-Vertreter mit Grafik, und zwar Ultima Online. Ultima Online ist quasi das Unterbaugerüst für das Spiel, worum es demnächst gehen soll. Ultima Online ist ein Online-Ableger von Ultima, wovon es ja auch, ich glaube, 10 Teile gibt, oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine ganze Reihe. Und dieser Online-Ableger läuft auch immer noch in seiner ursprünglichen Form. Es hat sich allerdings speziell im deutschen Raum etwas herausgebildet, und zwar sogenannte Free Shards. Und diese Free Shards, also freie oder umsonst Kristalle, Abspaltungen, laufen in unterschiedliche Richtungen. Da gibt es einmal die Spielarten, wo sich andere einfach nur ein bisschen auf die Mütze hauen, und dann gibt es, besonders auf Deutschland bezogen, sogenannte Rollenspiel-Shards. Das ist das, was wir hier gerade eben sehen, die Webseite zu Siebenwind auf siebenwind.de. Damit ihr mal kurz eine Vorstellung habt und nicht erschrecken, dieses Spiel sieht sehr, sehr alt aus. Liegt natürlich daran, dass es auch dementsprechend alt ist. Es gibt auch inzwischen Grafik-Updates. Allerdings werde ich zum späteren Zeitpunkt nochmal erklären, warum das eigentlich die Grafik ist, mit der ihr vorlieb nehmen müsst, wenn ihr denn auch Ultima Online spielt. Das sieht jetzt alles noch nicht sonderlich toll aus. Das ist halt so die Grundausstattung, die man dabei sieht. Und auf sogenannten Free Shards kann man halt auch unter anderem sehen, dass sich sehr, sehr viele Leute Gedanken gemacht haben, wie könnte man denn das Spiel verbessern. Unter anderem halt Siebenwind. Siebenwind hat sich überlegt, in grauer Vorzeit, es gibt ja das Schwarze Auge als Pen-and-Paper-Spiel. Und das als Pen-and-Paper-Spiel läuft ja auch immer noch sehr, sehr erfolgreich. Gab allerdings Probleme mit damals FanPro, denen die Rechte zustanden. Deswegen haben die gesagt, okay, wir machen unser eigenes Ding. Dabei entstand Siebenwind. Ein Rollenspiel in seiner pursten Form. Das heißt, ihr stellt euch einen Charakter auf dieser Webseite. Ihr spielt dann diesen Charakter dann auch dementsprechend richtig in-game, aber spielt ihn richtig aus. Das heißt, es ist nicht dieses typische, ich gehe zu einem Questgeber und sage ihm, guten Tag, ich hätte gerne eine Quest. Da sagt er, ja, hau mir mal 5 Ratten, dann kriegst du auch einen neuen Lederwams. So funktioniert das nicht. Du spielst quasi eine Art, ich sag mal, Theaterstück. Das heißt, ihr überlegt euch am Anfang, bevor ihr irgendwas anfangt runterzuladen und so, überlegt euch, worauf hätte ich denn mal Lust? Was würde ich denn mal gerne spielen? Siebenwind bietet da allgemein relativ viel. Allein schon von den Klassen, von den Rassen. Da möchte ich einmal ganz kurz drauf eingehen. Ihr habt bei Siebenwind die Möglichkeit, als normal natürlich Menschen zu spielen. Da kommen wir gleich zu. Also Waldelfen. Es gibt Auelfen, es gibt Hochelfen, es gibt eine sogenannte Eigenentwicklung, die Mythen, es gibt die Menschen, so wie wir das ja alle kennen, es gibt die Nordraven, das sind so quasi Nordmenschen, die ganz dolle hart sind und so und Mehl trinken. Dann gibt es die Talzwerge, die Bergzwerge, die Halblinge, wie sie jetzt auch derzeit mal wieder durch die Kinos flitzen, und die Orken. Aus diesen Rassen könnt ihr euch jetzt überlegen, worauf hätte ich denn mal Lust, wirklich was zu verkörpern? Ihr könnt dann noch zusätzlich sagen, okay, ich möchte den und den Beruf dann erlernen. Bei den Menschen zum Beispiel, kurz mal hoch. Bei den Menschen habt ihr natürlich da eine ganze Latte von Sachen. Aber das ist nicht das, was euren Charakter eigentlich hauptsächlich definiert, sondern ihr definiert, sage ich mal, selber, was das für ein Charakter ist.
wenn ihr euch das so ganz grob überlegt habt, ihr möchtet zum Beispiel Menschen spielen, was wäre denn mal schön, der zum Beispiel gerne Dieb wäre. Dann habt ihr die Möglichkeit, euch bei Siebenwind einen Account anzulegen. Wohlgemerkt, ihr müsst nicht bei Ultima Online einen Account haben, nein, ihr braucht nur bei Siebenwind einen Account. Da geht ihr ganz normal auf Account und bekommt, das sieht bei mir jetzt natürlich ein bisschen anders aus, weil ich mich schon angemeldet habe, meldet euch halt ganz normal an. Kostet wie gesagt auch nichts. Das ist komplett kostenfrei, wird auch kostenfrei bleiben. Und ihr könnt euch dann hier einen Charakter erschaffen. Ihr habt dann hier ganz normal die Möglichkeit. Ich zeige euch einmal ganz kurz, wie das aussieht, wenn ihr einen habt. Ihr seht eigentlich auch nur einen vorhandenen Charakterbogen, sage ich mal hier. Das ist mehr oder weniger die Verwaltungsplattform für das Ganze. Ihr habt hier, habe ich mir mal einen erstellt, einen Charakterbogen, den ihr vielleicht schon aus Pen and Paper spielen oder dergleichen kennt und verteilt mehrere Punkte, mehrere Eigenschaften, setzt euch ein Startinventar zusammen und viele Sachen sind auch einfach nur für euch, damit ihr euch euren Charakter vorstellen könnt. Ich gehe mal zurück und kleiner Tipp, was ihr noch machen könntet, bevor ihr einen Charakter erstellt, ihr geht einfach in den Download-Bereich und zieht euch schon mal. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, ich habe mir den Siebenwind-Installationsassistenten hier unten gezogen und das Spiel Ultima Online von der Version Mondains Legacy. Es gibt da mehrere Unterversionen, aber Mondains Legacy hat immer ganz gut funktioniert, deswegen würde ich eigentlich dazu raten, auch das. Und es war auch recht flüssig an sich im Großen und Ganzen. Könnt halt die beiden Sachen runterziehen, Mondains Legacy dauert ein bisschen länger, deswegen macht es lieber jetzt schon, dann läuft das alles ein bisschen schneller ab. Zur Installation dann nochmal kurz. Ihr ladet Mondains Legacy nur runter und klickt euch dann durch den Siebenwind-Installationsassistenten. Ist furchtbar einfach, man klickt es einmal durch und dann ist es eigentlich auch schon wieder drauf. Also ist eigentlich keine große Sache, das solltet ihr, denke ich, mal hinbekommen. Gut, dann gehen wir mal davon aus, hier gehen wir mal zurück auf Account-Bereich, ihr ladet das gerade schön runter. Dann wollt ihr einen neuen Charakter erstellen. Mit eurer groben Vorstellung, wie soll er heißen? Ich nenne ihn jetzt mal Damian Wurstbrot. Und Damian Wurstbrot ist vermutlich auch ein Junge. Und ich mache ihn mal typisch durchschnittlich 25 Jahre alt und er soll doch bitte Mensch sein. Auch das macht auch schon, das Alter macht natürlich auch einen Unterschied. Nicht wie bei anderen Spielen, wo ihr nur quasi einen langen Bart habt, um zu unterstreichen, wer ihr seid. Nein, hier macht es sogar Unterschied auch, wie ihr euch dann halt ausspielt. Dass ihr zum Beispiel als 80-Jähriger wahrscheinlich nicht mehr in einer dicken Plattenrüstung euch vor Oger stellt und denen die Popos versohlt. Könntet ihr wahrscheinlich eine Weile machen, irgendwann würde es auffallen und das würde Ärger geben. Und das wollen wir ja nicht. Kleiner Hinweis nochmal hierzu. Eigentlich müsstet ihr im späteren Verlauf eine Bewerbung schreiben, das seht ihr gleich noch, eine DIN A4-Seite, eine Charakterstory. Das entfällt aber, wenn ihr einfach nur schnuppern möchtet. Wenn ihr sagt, ich habe nur eine Grundvorstellung, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, ich mag zwar Rollenspiele, aber das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das was für mich ist, dann könnt ihr einen Schnuppercharakter erstellen. Der muss Mensch sein, darf nur den üblichen Götterglauben anhaben, innehalten und muss Abenteurer sein. Abenteurer ist so eine Standardklasse. Dann braucht ihr manche Felder nicht ausfüllen, könnt einfach das durchreichen. Euer Charakter wird, ich denke mal, so nach einer Stunde, je nach Tageszeit natürlich, wird der freigeschaltet von jemandem händisch, mit einem kleinen Vermerk und mit einem kleinen Hinweis nochmal, was derzeit in der Welt aktuell ist. Und dann könnt ihr anfangen zu spielen. Wir gehen mal weiter in der Charaktererschaffung durch. Ihr habt so Sachen wie Klasse und Glaube. Wir sagen, wir wollten gerne ein Dieb sein. Moment. Wir machen das so, wir bleiben Abenteurer, ist vielleicht sinniger, damit wir auch die weiteren Punkte sehen. Gottheit, es gibt da auch jede Menge. Es gibt gute Götter, es gibt böse Götter, es gibt Götter, die einen alten Glauben verkörpern oder eher, sag ich mal, ins Naturreich gehen oder so weiter. Und das, da ist auch so ein Feld, da müsste man sich grob zumindest mit beschäftigen, damit man grob eine Vorstellung hat, worum es da geht. Man sagt so Sachen wie Haartyp, Haarfarbe, wir machen jetzt schwarz, kurzer Pagenkopf, so ein Pisspot-Schnitt. Wir machen uns einen Schnäuzer, kann man auch immer gebrauchen. Wir machen einen dunkelbraunen Bart dazu und Hautfarbe sind wir dunkel. So, dann können wir uns ein Charakterporträt aussuchen.
kennt man vielleicht aus manchen. Die sind natürlich so ein bisschen zusammengeklaut. Die haben die jetzt nicht selber gemacht. Wir suchen uns jetzt mal kurz einen schwarzen Mann. Und ich sehe jetzt, ich nehme einfach hier mal diese hässliche Fratze. Es ist jetzt nicht schwarz, aber. Nee, ach, hier kommt der kleine Junge. Der 25 Jahre alt, das funktioniert doch. Gut, dann habt ihr hier eure verschiedenen Aspekte. Sprich, ihr verteilt Punkte. Wir verteilen jetzt zum Beispiel alles jetzt auf Lebensenergie. Zack, total kräftig. Lebensenergie ist klar, wann ihr umfallt. Ausdauer, sag ich mal, wie lange ihr laufen könnt oder kämpfen könnt. Und Astralenergie ist natürlich nur für die Stabzauberer, für die ganzen Zauber-Heinis relevant. Dann gibt es hier positive Attribute. Diese positiven Attribute werden abgerufen, wenn ihr dann zum Beispiel eine Fähigkeitenprobe machen wollt oder wenn ihr, sag ich mal, euren Charakter einschätzen wollt. Wir machen ja einfach alles mal auf Mut, weil wir der mutigste Typ sind, den man sich so vorstellen kann. Und da gibt es natürlich negative Attribute noch. Ihr merkt, es ist so ein bisschen ins schwarze Auge angelehnt. Wir machen hier mal alles runter von Jezorn, weil wir sind eigentlich ein ganz netter Typ. So. Dann habt ihr noch Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten richten sich natürlich so ein bisschen danach, was ihr für eine Klasse habt. Und dann solltet ihr auch so ein bisschen gucken, was könnte mir denn Spaß machen. Ein Handwerk ist immer was, was nicht so allzu abgefahren ist. Ihr könnt euch überlegen, wollt ihr ein bisschen besser schleichen? Wollt ihr in der Taverne ein bisschen singen und musizieren? Da sind euch auch eigentlich, könnt ihr das so weit wie möglich frei verteilen. Manches hat natürlich mehr Sinn, manches weniger. Ich verteile es wieder total x-beliebig. So ein bisschen überlegen, was würde zu meinem Charakter wieder passen. Was könnte ich in die Geschichte einbauen? Woran hat er vielleicht eine Ausbildung? Sowas in der Richtung. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, positive, neutrale und negative Charakterzüge zu verteilen. Das geht so die Richtung, ihr könnt überlegen, seid ihr ein ambitionierter, besserwisserischer, aber aggressiver Typ. Und ihr könnt auch mehrere anwählen. Ihr könnt natürlich Sachen wie aggressiv und ruhig, meine ich, könnt ihr zwar anwählen, aber macht natürlich keinen Sinn. Also ihr solltet so ein bisschen nachgucken, wie das Charakterkonzept so ein bisschen im Kopf haben und da so ein bisschen was auswählen. Könnt ihr mehrere machen. Da wird auch, denke ich mal, ich weiß nicht, wie genau danach geguckt wird, ob man sich, sag ich mal, in seiner Rolle dann dementsprechend bleibt, aber würde ich mir auch nicht so den Kopf drüber machen erstmal. Selber seine Linie einfach weiter verfolgen. Dann habt ihr noch Wertevorstellungen. Könnt ihr sagen, ist bei allen auch gleich. Nebensächlich, hier, Wahrheit ist mir auch egal. Wissen, völlig nebensächlich. Freiheit ist total wichtig. Und Moral, Gewalt, nie im Leben, bis auf jeden Fall. Und bei Töten nochmal genau dasselbe. Da würde ich natürlich wirklich drauf achten, weil wenn ihr natürlich sagt, Gewalt auf gar keinen Fall und ihr befindet euch irgendwie in einer Massenschlacht und weidet gerade kleine Kätzchen aus, dann wird das wahrscheinlich Probleme geben. Dann kommen wir zu dem Schritt, wo man überlegen sollte, will ich einen Schnuppercharakter oder möchte ich wirklich schon groß damit anfangen? Hier habt ihr das Ding, ihr könnt zum Beispiel alles hier angeben und wenn ihr das auch alles ausfüllen könnt, wie zum Beispiel das bisherige Leben, dann könnt ihr auch einen vollwertigen Charakter anfangen. Eine DIN A4-Seite zu schreiben, die allerdings das Leben auf dem Festkontinent von Siebenwind, auf der Welt, also Tare, so schimpft sie sich da, wenn ihr das niederschreiben könnt und das einigermaßen auch gelesen habt, dann könnt ihr das ruhig machen. Ansonsten werft erstmal wirklich einen Schnuppercharakter rein. Ihr werdet sonst merken, ihr macht euch vielleicht einen Aufwand für etwas, was ihr eigentlich gar nicht spielen wollt. Deswegen lasst ihr das komplett frei, überlegt es für euch selber, schreibt euch ein paar Notizen auf. Das reicht. Das ist nämlich später ein wichtiger Teil der Bewerbung, wo wirklich das einer durchliest, dir vielleicht nochmal Tipps gibt und sagt, schreibt das nochmal neu, das passt so nicht. Oder die Geschichte mit den Orks, die deine Eltern umbringen, habe ich schon 100 Mal gehört. Denkt dir bitte ein bisschen was Kreativeres aus. So in der Richtung. Aber, wie gesagt, Schnuppercharakter, alles wird gut. So. Aber was ist denn hier los? Ich möchte eigentlich weiter. Hallo? Das darf ich nicht. Warum? Ach ja. Das Ding ist, ich habe das hier zum Beispiel jetzt schon gemacht. Das heißt, danach würden jetzt noch so Sachen kommen, wo ihr Inventar euch auswählt. Ihr könnt euch dann ein paar Start-Items mitgeben lassen.
Dann tun wir einfach so, als ob das die Überraschung von dem Ganzen wäre. Ich habe mir ja schon einen Schnuppercharakter gemacht, deswegen darf ich da jetzt nicht reingucken. Aber danach kommen eigentlich nur noch so Schritte. Was möchtest du an Handwerkszeug dabei haben? Was möchtest du für Kleidung haben? Was hättest du gerne für ein Essenspaket? Und so weiter und so fort. Und ihr klickt euch das so noch zusammen. Das ist, sage ich mal, ganz nett. Ihr seht auch so, ihr könnt das kann man relativ gut einschätzen, was man braucht. Wenn man Fischer ist, will man natürlich dann lieber auch eine Fischerangel gleich mit dabei haben. Könnt es aber auch wirklich auf die Basics beschränken. Wenn ihr das soweit alles gemacht habt, die ganze Charaktergenerierung durch, ihr habt Bescheid bekommen, jawohl, du kannst anfangen zu spielen, dann hoffe ich, ihr habt schon mal das ganze 7-Win-Paket schon mal installiert. Ihr habt hier nämlich die Möglichkeit, ihr legt sich so eine schöne, nette Verknüpfung ab, könnt ihr das Spiel damit starten. Account wird abgefragt und dann kann das schon losgehen. Zu dem Ganzen allerdings machen wir nochmal oder haben wir schon ein zweites Video gemacht, wo wir auf die Basics, sage ich mal, im Spiel eingehen. Ihr könnt natürlich auch, was auch sinnvoll ist, auf der Seite schön viele Informationen nachlesen. Ihr habt auf diesem, ihr startet quasi auf einem Schiff, was euch alle nötigen Sachen beibringt. Wir machen zur Unterstützung nochmal ein Video und erklären euch so ein bisschen, was heißt es eigentlich, in einem Computer-Rollenspiel richtiges Rollenspiel zu betreiben. Es reißt euch auch keiner den Kopf ab, wenn ihr das alles noch nicht so beherrscht. Es wäre nur schön, wenn ihr zum Beispiel Sachen wie Grundwissen zum Beispiel einigermaßen in eurem Kopf habt, dass ihr wisst, aha, es gibt so vier Hauptgottheiten oder es gibt, wie ist die Zeitrechnung? Da gibt es auch ein nettes Tool für, da kann man immer sich das ausrechnen lassen, wie spät es ist und so weiter, weil die eine andere Zeitrechnung haben. Wer ist gerade so politisch so ein bisschen an der Macht? Was haben die Zwerge hier eigentlich zu tun? Wie stehen die untereinander? Wie mögen die sich? Solche Sachen wären halt echt schon gut. Dann habt ihr vor allen Dingen auch mehr Anschnittpunkte mit den Leuten, dass ihr einfach mit denen kommunizieren könnt. Und habt einen einfacheren Zugang an das Ganze. Was ich euch auch noch gerne nahelegen möchte, ist, dass ihr ein bisschen in den Regeln schmökert. Keine Sorge, es sind nicht total abwegige Sachen. Es sind so Sachen wie zum Beispiel, bitte nur ein Account pro Spieler. Nicht, dass ihr irgendwie sechs Accounts habt und die schieben sich alle gegenseitig Geld zu. Das möchte man hier nicht. Oder zum Beispiel, dass man nicht schreibt, dass man stundenlang jemanden foltert und sagt, ich hau dich kaputt und reiß deine Eingeweide raus. Das soll. Also wenn man in, sag ich mal, Sex and Crime so ein bisschen was in der Richtung machen möchte, dann wurde mir immer bisher gesagt, dann macht das unter euch aus. Es gibt da so Whisper-Funktionen. Wenn man in der Richtung irgendwie was machen will, was krasses ist, dann soll man vor allen Dingen das nicht öffentlich machen, weil es ja sein kann, dass theoretisch ein 15-jähriger kleiner Junge da spielt und das darf er dann besser nicht sehen. Und so ein paar einzelne Sachen noch mal hier, die man dann doch mal drüber gelesen sollte. Aber es wird auch da erst Verwarnung geben, wenn man da nicht irgendwie aggressiv da reingehauen hat und sagt, mir ist alles scheißegal, leck mich fett, dann wird da auch so schnell nichts passieren. Zusätzlich gibt es, wenn ihr euch gar nicht zurechtfindet, wenn euch die ganzen Videos nicht helfen und alles, dann gibt es noch die Möglichkeit unter Hilfe Spieler helfen Spieler. Leuten einfach mal Leute anzufragen, wie sieht das denn aus? Ich verstehe das nicht. Speziell nach Wissen unterteilt, müsst ihr halt gucken, was genau ist es denn eigentlich? Ich würde mal behaupten, so nach der ersten halben Stunde, wenn man so ein bisschen auf dem Boot rumgescheucht wurde, sich das ein bisschen angeguckt hat, sich Rollenspiel von anderen angeguckt hat, dann kommt man in die Sache ganz gut rein. Da hat jeder irgendwie mal angefangen mit. Es gibt hier allerdings auch noch Videotutorials. Die habe ich mir selber zum Beispiel noch nicht angeguckt oder beziehungsweise nur kurz drüber geguckt, weil ich schon von anderen Free Shards das ganze System kannte. Ja, aber grundsätzlich ist das immer eine feine Sache für jemanden, der noch nicht wirklich Bescheid weiß. Das grundsätzlich erstmal zu 7Wind, wie man, worum es ganz grob gezeichnet geht. Dann nochmal, wie lege ich mir einen Account an? Installation, wo bekomme ich die Sachen her? Was hole ich mir da? Gerne Fragen in die Comments. Ihr könnt gerne alle möglichen Sachen fragen. Ihr könnt
gerne euch auch mal anmelden und sagen, hier, ich habe da Lust, irgendwie was zu spielen und wir könnten da ja mal was machen und so. Also auch Siebenwind, denke ich, freut sich über jeden ernst gemeinten Spieler, der sagt, ich möchte mir das echt mal angucken, vielleicht ist das mal was für mich. Weil das, was ich noch, Manko, was ich noch sagen möchte, da das Spiel sehr, sehr alt ist, dürft ihr nicht mit 2000 Spielern am Tag rechnen. Diese Welt ist bevölkert. Abends, sage ich mal, von ungefähr, ich sage jetzt mal, roundabout 50 Spielern. Das klingt zwar jetzt nicht viel, aber wenn ihr zum Beispiel überlegt, es gibt Hauptstädte, die sind halt gut besucht. Und wenn ihr 50 Spieler habt, ihr könnt ja sowieso nicht mit allen 50 gleichzeitig spielen. Das heißt, ihr habt immer mal wieder Anspielpartner. Und da ist 50 eigentlich für einen Abend mehr als ausreichend. Ich habe selber schon Abende erlebt, da war man mit drei Leuten zusammen in der Taverne, hat sich besoffen, Karten gespielt, Geschichten erzählt, irgendwas ist passiert, irgendwer hat seine Hose verloren, da sind Sachen passiert, da kann man den ganzen Abend von erzählen und man braucht da nicht unbedingt immer 500 Spiele, damit man sich dafür begeistern kann. Nichtsdestotrotz, Siebenwind freut sich ganz bestimmt, wenn noch ein paar Leute mit dazukommen. Ja, und ich würde sagen, wenn ihr das nicht schon getan habt, guckt euch noch das zweite Tutorial-Video an. Oder wenn ihr das alles schon kennt und euch das langweilt und so lange schon, dann guckt euch einfach mal die angefangenen Let's Plays an. Es ist ein Experiment, da sowas noch nicht häufig gelaufen ist. Wir wollen eine kontinuierliche Geschichte erzählen und dann mal gucken, wie das Ganze ankommt. Wie gesagt, Fragen in die Comments und ich würde mal sagen, man sieht sich, die Brokkoli-Brigade bleibt dran am Projekt Siebenwind. Dankeschön.